Moin moin und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rock TV. Ihre allererste Geige war noch größer als die kleine 5-jährige Amy selbst und mittlerweile ist sie erwachsen, aber ihre Leidenschaft und Liebe zum Violinespielen ist ungebrochen und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute hier ist, die Violinistin Amy Lungo. Hi Amy, ich habe es gerade schon angesprochen, du hast wirklich mit 5 Jahren mit dem Geigespielen begonnen, hast aber eigentlich schon im Alter von 2 Jahren angefangen zu tanzen, also Musik war immer schon dein Leben, kommst auch aus einer Musikerfamilie. Inwieweit hat dich denn dein Vater zum Geigespielen gebracht oder auch musikalisch geprägt? Er hat mich eigentlich schon von Anfang an sehr geprägt, weil ich ja von Anfang an eigentlich mit auf der Bühne war, wo er gesungen hat. Er hatte eine Band in Rumänien und ist auch sehr viel getourt, eher im Osten durch unsere politische Lage. Und dann, wann wir nach Deutschland gekommen sind, hat er mir einfach die Geige in die Hand gedrückt und hat gesagt, komm, wir probieren es mal, ob es dir das gefällt. Und mir hat das sehr gefallen. Ich fand die Klänge auch toll. Ich hatte damals mit 2, 3 Jahren einfach schon eine Geige gesehen und einfach daran gezupft, dass ich einfach die Klänge mal sehe, wie sie klingt. Und das hat mich sehr begeistert. Ich kann es mir gerade bildlich vorstellen. Es ist gerade eine sehr schöne Vorstellung, wie die kleine Amy da sitzt an der Geige zupfend. Also du hast es gerade auch angesprochen, weil das hat mich auch interessiert. Du bist nach Deutschland gekommen und hast angefangen mit dem Geigespielen. Das hat dein komplettes Leben vereinnahmt. Also ich glaube, die große Liebe ist die Geige für dich. Inwieweit verbindest du das Geigespielen mit Deutschland, mit der neuen Heimat? Eigentlich ist es so, dass ich durch meine klassische Ausbildung eigentlich hier in Deutschland eigentlich alles mitgenommen habe. Es ist so eine Kombination durch die Folklorik aus Rumänien, die mir mein Vater auch beigebracht hat, und die Ausbildung, die ich hier in Deutschland genießen konnte, auch durch die tollen Professoren. Einer meiner letzten Professoren, Professor von der Goltz, ist einer der renommiertesten in der Klassik und ein toller Mensch. Und ich glaube, das war der Eindruck, was mir eigentlich geblieben ist, einfach mit Leidenschaft, mit Authentizität zu spielen. Inwieweit bist du noch, du spielst auch rumänische Stücke, inwieweit würdest du sagen, bist du noch musikalisch mit deiner Heimat verbunden? Sehr, sehr aktiv. Ich liebe die Folklorik. Also ich habe in meiner ersten CD auch viele Stücke davon auch gespielt. Und ich liebe die Improvisation. Das gibt mir so eine gewisse Freiheit. Das ist schön, einfach musikalisch sich auszuleben. Sehr schön. Wir hören gleich einen Song aus deinem ersten Album. Das ist erschienen Anfang letzten Jahres, also Anfang 2014. Heißt Amy, das Album. Und du wirst jetzt aber ein neues Album rausbringen. Wir sprechen erstmal ganz kurz nochmal darüber. Und zwar heißt das Amy Pop Rock. Ja. Du wirst dein Repertoire etwas erweitern. Also man hört es schon am Titel. Es wird auch in die Pop-Richtung gehen. Willst auch Stücke mit Sängern aufnehmen. Wie bist du auf die Idee gekommen und was können wir uns konkret darunter vorstellen? Also ich hatte viele Projekte mit Sängern zu tun. Eigentlich, wir haben viel interpretiert. Gesang ist ja eigentlich auch so eine Art von der Violinstimme. Und wir konnten einfach ein Duett spielen. Also meistens mit Sängern, weil die einfach die andere Lage auch beherrschen zu meiner Violinstimme. Und wir haben tolle Projekte mit tollem musikalischen Hintergrund einfach zusammen aufgenommen. Und auf der Bühne meistens bin ich ein Live-Performer. Jetzt neuerdings auch öfters im Studio. Und ich glaube, ich möchte gerne mit Musikern auch zusammen spielen, die auch etwas bewegt haben. Also einer der Musiker, ich würde gerne mit Peter Maffay auch spielen, weil ich finde ihn sehr authentisch, ich finde ihn sehr bodenständig und er ist ein fantastischer Musiker und hat sehr viel Ausdruck in dem, was er singt. Das ist, glaube ich, mir wichtig, dass er authentisch ist und kein einfach sozusagen Nachahmung ist. Du managst ja auch das Kulturprogramm von einem Schloss namens Schloss Assumstadt, genau. Genau, genau. Und da habe ich gelesen, dass du tatsächlich Peter Maffay dafür organisieren möchtest, dafür begeistern möchtest. Hast du ihn schon kontaktiert? Nein, noch nicht direkt, weil wir noch nicht sozusagen, wir wollten gerne etwas mit der Peter Maffay Stiftung auch machen, dass wir auch jungen Menschen auch was damit bewegen können und dass sie eine Förderung dazu bekommen. Und wir müssen einfach schauen mit unserer Gegend, welche Sponsoren uns dafür helfen. Ich glaube, wenn man so ein tolles Festival auch aufbaut und dort einfach mit Peter Maffay oder auch mit anderen tollen Stars noch was auf die Beine stellen, kommt es einfach allen dann zugute. Und das Schloss hat ein tolles Ambiente. Also das muss man wirklich besichtigen. Es ist bei uns bei Mückmühl, also bei Heilbronn, 20 Kilometer nach Würzburg. Und es ist so ein traumhaftes Rokokoschlösschen. Und Graf Waldburg ist immer herzlich dafür, die Leute zu empfangen.
Ja, also jetzt hast du uns Lust drauf gemacht. Alle vorbeischauen. Auf jeden Fall hören wir jetzt erstmal einen Song, der selbst komponiert wurde von Amy und ihrem Vater. Und er heißt Amy. Das war Amy und ein Auftritt aus dem letzten Jahr beim Deutschen Rock- und Poppreis, also aus dem Jahr 2014. Du warst Special Guest und hast den Song gemeinsam mit deinem Papa komponiert. Inwieweit beschreibt dieser Song dich? Weil der Titel sagt ja auch schon alles. Es ist eigentlich so, dass der Titel ja aus Energie auch besteht. Ja? Es ist eine Melodie, die sich weiterentwickelt und dann einen Höhepunkt auch hat. Und ich bin schon sehr temperamentvoll. Ich schaue nach meinem Ziel. Ich arbeite sehr effizient, sage ich mal. Und ja, der Titel hat schon irgendwie etwas von mir. Eigentlich jeder, der mich auch gehört hat, kann sich sehr viel darunter vorstellen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Wir haben darüber gesprochen, dass dein neues Album auch Strömungen aus dem Pop involvieren wird. Und da hat sich bei mir die Frage gleich aufgedrängt, was hörst du denn privat lieber? Klassik oder Pop? Da muss ich sagen, beides. Also es kommt darauf an, die Atmosphäre, welches Moment. Wenn man jetzt mal entspannen möchte, direkt gerne Poppiges, ein bisschen auch Rockiges. Wenn ich mich konzentrieren möchte, wenn ich arbeite und so weiter, höre ich sehr gern Klassik. Wenn ich auch mal einen Tag ausklingen lassen möchte und wirklich so entspannen möchte, dann auf jeden Fall Klassik. Ich glaube, in der Klassik es hat mehr mit Gefühlen zu tun, die eigentlich viel authentischer rüberkommen. Ja, also ich finde das viel, viel schöner. Es ist viel tiefgründiger, sage ich mal so. Es geht gar nicht um das gewisse etwas im Kurzen zu halten, sondern die Klassik bringt viel mehr von der tiefen Seele hervor. Also
was ich eigentlich sonst auch so spiele. Und in der poppigen Version kann man freier sein in der Interpretation, aber oft sind die Melodien nicht so tiefgründig, nur mit dem Text unterstrichen, aber als Instrumentalist muss man viel mehr darin arbeiten, tiefgründig und authentisch dann rüberzubringen, als jetzt in der Klassik. Trotzdem, wir haben gerade auch privat schon drüber gesprochen, ist es ja so, dass die junge Generation an der Klassik schwer gefallen findet. Was denkst du, kann man denn dagegen tun? Oder was willst du persönlich dagegen tun? Das war eigentlich auch der Grund mit der ersten CD, Amy. Es sind romantische, klassische Stücke, auch aus der Folklore, aus der klassischen Folklore und aus der klassischen Filmmusik eigentlich Sachen genommen. Und ich glaube, die Klassik ist ja sehr breit. Ja, es sind schon ein paar Jahre, die die Klassik auch überlebt hat und die immer wieder weiterlaufen wird. Ich glaube, es gibt verschiedene klassische Stücke. Es gibt sehr schwere klassische Stücke zum Anhören, die sehr lange dauern und ein bisschen komplizierter gebaut sind, sage ich mal. Und es gibt leichtere. Und glaube ich, man muss so eine Brücke schlagen für die leichteren, dass die Leute auch sehen, Klassik ist eigentlich cool. Und die CD, viele haben, die gar kein Klassik-Fan waren, gesagt, wow, die CD ist ja so toll. Ja? Also ich kann damit was anfangen. Es kommt darauf an, wie man auch die Person sieht, ob man auch für die Person gerne dann zuhört und dann sieht, was Neues entdeckt, dann kann man was bewegen. Aber wenn jeder das auch macht. Wir haben auch darüber gesprochen, zum Beispiel so Stargeiger wie David Garrett, ja, oder auch DJs wie David Guetta, die ja. Violinen in ihrer Musik benutzen. Haben die klassische Musik oder die Geige, sage ich jetzt mal, als Instrument populärer gemacht. Ich war auf einem Konzert von David Garrett und da hat er tatsächlich ja viele moderne Stücke, rockige Stücke, wie du auch schon vorhin gesagt hast, gespielt, hat aber auch Mozart sehr rockig gespielt. Das fand ich jetzt mal milde ausgedrückt nicht so schön. Was sagst du zu sowas? Es kommt darauf an, es kann auch mal gut gehen, dass man es so mal interpretiert, ja. Ein Mix, ja. Aber wenn man sehr bekannte Stücke, die in der Klassik wirklich bekannt sind, auch für einen Laien, sag ich mal, ganz anders verändert, ist das nicht mehr Klassik und nicht mehr schön. Also das kann schon ein Experiment sein, es kann super klingen, es kann aber auch abstößend. Ja, das war es in meinem Fall, letzteres auf jeden Fall. Was sagst du generell zu solchen Künstlern wie David Garrett? Ich finde es toll, also er hat das wirklich revolutioniert, also man konnte jetzt viel mehr damit anfangen und ich glaube, die Geige wirkt jetzt ganz anders für die jüngeren Leute, ja, und sie nehmen das auch eher an, also wenn sie jetzt einen Geiger, auch wenn sie mich jetzt Rock-Pop sehen in Firmen-Events oder so Special-Sachen, wie jetzt beim Deutschen Rock-Pop-Festival, dann erleben sie das ganz anders und sie sind fasziniert, was das Instrument auch kann. Wir wollen noch mal ganz kurz sprechen über die Nachwuchsförderung, die dir persönlich eine Herzensangelegenheit ist. Warum ist es dir so wichtig, dass die jungen Leute auch gefördert werden? Ich finde es wichtig, dass einfach junge Musiker auch inspiriert werden, zu üben, weiter zu üben, ihre Musik darzubieten. Und ich glaube, für uns Instrumentalisten ist es immer schwerer, wirklich in tollen Räumen zu spielen. Deswegen hatte ich die Idee in dem Schloss Assumstadt, einfach so eine Nachwuchsreihe einzubauen. Und ich finde das so toll, wenn die Kinder sich so darauf freuen und nach dem Konzerten sich bedanken und den Applaus genießen und dann auch sagen, oh, ich möchte gerne nochmal wiederkommen, ich übe auch doppelt so viel. Das ist dann toll. Und ich glaube, das ist für uns, für unsere Zukunft auch sehr wichtig. In welchem Alter sind die? Zwischen 8 und 16 Jahre. Also wirklich noch sehr jung. Ja, sehr jung, aber schon mit sehr viel Erfahrung. Viele haben bei den Jugendmusiziert-Wettbewerben teilgenommen. Wo du auch gewonnen hast? Genau, schon früher ein bisschen und öfters in verschiedenen Besetzungen. Und da haben sie einfach einen Ansporn. Und sie können das Programm vorher bei uns eben erproben. Und live performen ist viel einfacher danach im Wettbewerb wirklich lockerer zu sein. Das klingt sehr schön. Finde ich auch gut, wenn das Leute jetzt sehen, dass sie sich dann vielleicht motiviert sind, sich bei euch zu bewerben. Genau. Ich möchte von dir noch gerne wissen, als abschließende Frage, beziehungsweise nein, ich stelle jetzt erst nochmal eine andere Frage und zwar, was gibst du denn an die jungen Leute als Ratschlag mit? Das finde ich auch immer so schön. Sehr wichtig, sich klar zu werden, was man möchte. Was man auch musikalisch zum Beispiel möchte, sich darauf zu fokussieren und nie aufzugeben, immer an seinen Traum zu arbeiten und immer mit Hoffnung auch dran zu bleiben und immer ehrgeizig weiterzugehen. Gab es einen Moment, wo du gezweifelt hast an deinem Traum, an deinem Weg?
Ich glaube, man hat immer Zweifel in jeder Situation, wenn es nicht vielleicht perfekt geht. Aber so wirklich aufgegeben habe ich nie. Ja, das würde auch nicht zu dir passen. Also nicht so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Ich möchte von dir noch wissen, was sind denn die Pläne? Worauf dürfen wir uns freuen im neuen Jahr jetzt von dir? Ich möchte gerne jetzt auch mit Bands arbeiten. Und ich möchte gerne in diese Pop-Rock-Geschichte auch weiter hineinarbeiten, weil ich glaube, jeder Bereich braucht ein bisschen Zeit. Und ich liebe es einfach mit den Menschen. Die sind viel lockerer, viel fröhlicher auch und begeistert, einfach für das Projekt zu arbeiten. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, die Leidenschaft. Schön. Liebe Amy, ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Es war sehr, sehr schön. Es war mir eine Freude. Ja. Hattest du schön bei uns? Sehr schön. Fantastisches Team. Sehr gut. Was anderes darfst du auch nicht sagen. So, ich hoffe, ihr hattet es auch schön bei uns und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge von Rock TV und bis dahin macht es ganz gut. Tschüss.